Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nier Automata. Das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben. Wir haben so einen kleinen Roboter verfolgt, der eigentlich vor uns weggelaufen ist. Ja, das war super. Total intelligent. Ich hätte mich auch abfangen können. Child. 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 What is this? Don't listen to them, 2B. Together, forever. Together, forever. Carry me. They don't have any feelings. They're just imitating human speech. Let's take them out. Feed me. Die machen hier alles Gruppensex. Gerade. Hoffentlich wird mir jetzt das Video nicht gesperrt. Jetzt kann ich sie angreifen, vorher konnte ich sie nicht angreifen. Aua. Sie sind wütend, weil sie gestört wurden, kann ich nachvollziehen, aber es soll ja hier jugendfrei bleiben. Nee, nicht jugendfrei. Nee, stopp, nicht jugendfrei wäre. Ach Gott, keine Ahnung. Oh, ja, ich muss looten. Ich hab so eine schlimme Krankheit, dass ich, wenn was glitzert auf dem Boden, ich es aufheben muss. Ja, irgendwann. What's happening? An android? No. This is a machine. Mit sehr langen Haaren. Adam. Ja. Ausweichen. Gar nicht so einfach. Nein. Ich hab's doch was. Bitte, ich hab's fast. Oh mein Gott, war das? Mach den. Androids, why? Fight. Ich habe keine Ahnung. Weil ich sonst hier anders nicht rauskommen möchte. Soll dich besiegen. Sword. Dodge. Projectile. Aha. Deflect. I think he's evolving. We better finish this quick. Mhm. Wenn er weiß, dass er ausweichen soll und das blocken soll, haben wir gleich ein Problem. Oh Gott. Ja. Ich
Greif an. Ja, Stufe 35. Aber warum blutet er denn, wenn er eine Maschine ist? Is this really a machine? Damn it, not another one. We gotta get out of here! Come on! Through that hole! Also ja, eigentlich hätte ich den nicht angegriffen, aber sonst geht das Spiel hier leider nicht weiter. Wow, das wäre jetzt auch bei einem Schiff gelaufen. Und raus hier. Looks like we're safe now. What the hell just happened? I know. I've never seen a machine like that before. We better report this to command. Ja, aber ich würde gerne mal zurückgehen. Ach Mann, das ist aber eine blaue Kiste. Müssen wir später nochmal zurück, beziehungsweise ich. Das wäre fast schief gelaufen. Nehmen wir doch den Weg hier. Nicht die Todesfalle. Let's move to an area with better reception so we can contact command. Ihr habt zuerst angegriffen. Nur mal so. Ich muss leider immer ein bisschen warten, bis die explodieren, weil dann verlieren die erst ihre Schallkreise oder was auch immer. Okay, this is good. We should be able to reach command here. 9S to bunker. Do you copy? I read you, 9S. Go ahead. Operator, we just encountered a pair of humanoid machines. We weren't able to capture them, but I have combat data ready for upload. Understood. Ready to receive. Hopefully you can get something out of it. Martian just great. Die beiden Typen da. Hier sind wir erstmal durch. Deswegen denke ich, gehen wir jetzt nochmal zurück zum Widerstandslager. Wenn man nachher diese Duftbeutel hat, dann sind eigentlich an jedem Speicherding so ein paar Elche, wo man dann aufsitzen kann. Und auf den reiten kann. Wir können auch angreifen und springen. I think we've earned a breather. Say 2B, I was hoping we could talk about our next move. I'm worried about the damage we took in that last battle with the machines.
Maybe we should return to the Resistance camp to resupply and conduct maintenance? Ja, können wir machen. All right, let's go back. You got it. Das muss man nicht machen. Mail notification received from access point. Guck mal, das ist eine ganz große Maschine. Da habe ich aber jetzt keine Lust drauf. Ab zum Widerstandslager. Das ist doch ein bisschen schneller als laufen. Da sind Wildschweine. Wow. Die greifen, wie gesagt, an. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die hauen auch echt rein. Zumindest am Anfang. So, Dankeschön. Hast du super gemacht. Lesen wir erstmal unsere E-Mails. Achtung an alle Androiden. Jahrtausende sind vergangen, seit wir Menschen auf den Mond flüchten mussten und während der Krieg weiter. Das habe ich schon vorgelesen. Danke für deine Unterstützung. Wir haben heute eine Lieferung mit Plug-in-Chips und anderen hervorragenden Gegenständen bekommen, die wir gerne von den Mitgliedern von Yora testen lassen würden. Und als Dank für deine langjährige Unterstützung bekommst du sie zu einem Sonderpreis. Bitte besuche uns, sobald du kannst, und bringe deine Freunde mit. Das Widerstandslager. Yay! Operator 210. Das ist eine vorgesehene Korrespondenz für Yora-Mitglieder. Antworte, falls du ein Anliegen hast. Solltest du kein Anliegen haben, ist keine Antwort nötig. Was zur Hölle? Ich habe ein Anliegen. Und, wie kann ich hier schreiben? Gar nicht. Das sind so die E-Mails, wo du denkst, oh mein Gott, ich habe was Neues. Und dann kommt da so ein Rotz und du rennst dann ganz zurück, um es zu lesen. Und dann ist es sowas Unwichtiges. So, und du hast jetzt was Neues, ja? Das ist nix. Das ist auch alles nix. Das nimmt zu viel Platz weg. Das ist fürs Hacking nicht schlecht. Ja, ich sollte den Knaben anders einstellen, als ich das bei ihr gemacht habe, weil er kämpft ja doch nicht so viel mit dem Schwert. Da sollte ich lieber auf Hacken gehen, dass das mehr reinhaut. Das ist sinnvoll. Hier kann ich leider noch nichts verbessern. Den krummen Draht brauche ich für andere Waffen und nicht für die Dragonerlanze. Mir fehlt immer noch ein so ein Teil und es ist so nervig. Kaufen. Eigentlich würde ich gerne die beiden kaufen, damit ich einfach das weg habe. Allerdings brauche... Ach nee, ich mache jetzt erstmal was anderes. Komm bald wieder. Ja. Ich kaufe jetzt erst das hier. Das ist nämlich wichtig. Und es tut am meisten weh. Und das andere hole ich mir dann beim nächsten Mal. Und den muss ich einstellen, aber das mache ich offscreen. Ah, ihr seid es. Ich habe von Knallkopf von eurer Begegnung in der Wüste gehört. Gute Arbeit. Als Dankeschön haben wir nicht viel zu bieten, aber ich habe hier ein Zimmer für euch vorbereitet. Ah ja? Das ist das Mindeste, was wir tun können. Ihr könnt es nutzen, wie ihr wollt. Hey, danke!
Das ist ziemlich groß. Bist du sicher, dass es in Ordnung ist, wenn wir ein so großes Zimmer bekommen? Wir haben die Erlaubnis schon vergessen. Außerdem werden wir für eine Weile hier stationiert bleiben. Da wird ein Bett wohl nicht verkehrt sein. Dann gibt es wohl kein Argument, das abzulehnen. Nö. Ein geschenkten Gaul, schaut man nicht. So, das habe ich alles schon gelootet. Hier kann man, wie gesagt, sich ausruhen. Und das war's hier schon, im Großen und Ganzen. Wenn man jetzt rausrennt, kriegt man wieder irgendwas von seinem Operator an die Bagger gelabert. Und ansonsten habe ich hier, glaube ich, noch keine. Außer hier in der Wüste gibt es eine Nebenquest, die ich schon machen könnte. Aber ansonsten habe ich hier noch keine Punkte entdeckt. Dann rennen wir nochmal raus. Vielleicht kriegen wir ja gleich was. Operator to 9S. This is 9S. Go ahead. I have an incoming message for 2B and 9S from the commander. Initiating playback. 2B, 9S. We've lost contact with several Yorha units that were on their way to the surface. Their black boxes are online, so we presume they're still alive. We've tracked the location of their signals, so I need all Yorha units on the surface to head over and investigate. End transmission. Hmm. I heard something about that back at the Resistance camp. Target location confirmed. I'm worried about the other androids. We should probably check this out as soon as possible. Ja. Ja. Können wir machen, oder? Boah, habt ihr von Level? Level 30, nee. Level 30 gebe ich mich gar nicht ab. Dann seht ihr ein bisschen was von der Umgebung. Sieht echt schön aus, finde ich. Klar, alles ist verlassen und leer und man fühlt sich ja auch ein bisschen einsam, aber deswegen ist die, es ist so toll, dass man hier Mitstreiter hat und man hier nicht Mutterseelen alleine rumrennt. Looks like our surface route's been cut off. Maybe we can get through from underground. Dann gehen wir mal nach unten. So 2B, those machines out in the desert look just like androids, right? Right. But we androids were modeled after our human creators. So why would machines try to look like us? There's no point trying to work out unsolvable problems. I suppose. Da ist eine Kiste. Und wird die mir nicht angezeigt? Kann ich das noch nicht ausrüsten? Das hier ist ein Scanner, der findet versteckte Items, die man nur sehen kann, wenn man den Scanner hat. This is Tactical Support Unit Pod 042. Control has been assigned to 2B. This is Tactical Support Unit Pod 153. Control has been assigned to 9S. Combat data exchange requested. Exchange accepted. Proposal. Data should be exchanged regularly for greater efficiency. Proposal accepted. Data will be exchanged regularly for greater efficiency. End communication. Ich finde cool, dass sie einen männlichen sprachigen Bot hat und er einen weiblichen.
auch wenn es nur Maschinen sind, sind die Anwesenheit von den beiden Kleinen echt wichtig. Was zur Hölle? Ein Märchenschloss und Feuerwerk. Erstmal alles einsammeln. Dann gehen wir dahin. Luftballons. They were found by the machines. The machines called them treasures. Each treasure had a different shape. Each treasure had a different shape. Okay. What are those? What the? Wow, this is weird. Let's be happy together. 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 Ja, das ist echt schräg, aber irgendwie voll cool und unheimlich. Also an dem man erinnert mich immer ein bisschen an Pinocchio, ich weiß auch nicht warum. Und dann Kingdom Hearts. Jedenfalls sind wir jetzt auf dem Vergnügungspark. Da haben wir eine Menge zu erkunden. Ich weiß nicht, ob ich den Scanner noch... Der ist halt für mich wichtig, aber ich glaube, der stört ein bisschen. Den werde ich dann auch offscreen eher einsetzen. Und die hier kann man alle vernichten, wenn man möchte. Aber wie gesagt, wenn mich niemand angreift, dann sehe ich es nicht ein, sie anzugreifen. Wir gehen erstmal den offiziellen Weg hier. This gate isn't going to open. Maybe there's another way around. So, jetzt haben wir den offiziellen Weg gemacht. Können wir die hier noch anquatschen? Werft die Waffen weg und empfangt die Liebe. Ja, ja, ja. Ein Mutterbot. Ein Maschinenkind. Ach, welch ein Spaß. Ach, welch ein Spaß. Und ein Vater. Lasst uns gemeinsam glücklich sein. Gemeinsam, gemeinsam. Forever together. Und wer putzt das ganze Konfetti wieder weg? So, wir müssen hier rein. Was wichtig ist, ist diese Blume. Die solltet ihr euch merken, wenn ihr irgendwo solche leuchtenden Blumen findet. Es gibt nicht viele davon. Merkt euch die Position, die müsst ihr nachher alle abklappern. Na, die habe ich schon geöffnet, da ist eine Kiste. Das ist doof, ich weiß nicht mehr, weil ich weiß schon grob, wo ich überall war, aber manchmal müssen wir halt doppelt laufen. Where does this corridor lead? Der hier macht Pause. Betriebspause. Hier ist nix. Der hat auch seinen Spaß. We're getting resistance signals from that building over there. Es gibt sogar eine Achterbahn und hier so ein Karussell. Hier ist nochmal eine Speicherstation.
habe ich noch ein... Da. Das ist eine vorgesehene Korrespondenz für Jora-Mitglieder. Antworte, falls du ein Problem hast. Selbst wenn du kein Problem hast, hätten wir nichts gegen eine Antwort. Da sämtliche Informationen, ganz egal wie unbedeutend sie scheinen, die du für uns hast, möglicherweise bei zukünftigen Einsätzen hilfreich sein könnten. Natürlich könnte es auch sein, dass sie für uns keinen Nutzen haben. Ich denke, der Operator ist einsam und möchte einfach nur, dass jemand ihm Briefe schreibt. We need a way through. Let's look around for a route we can take. So, dolle. Dachte, hier wäre auch noch mal eine Kiste. Irgendwo hier ist noch eine Kiste, das weiß ich. Weiß nur leider nicht mehr wo. Da. Zerfetztes Flugblatt. Super. Ganz einfach oder auch nicht auf den Dingern hier laufen. Weiß nicht, ob man einen Doppelsprung machen muss. Ich mache ihn halt. Da vorne ist noch eine Kiste. Die ist ein bisschen tricky. Möchte euch auch so lang hangeln und ein bisschen springen. So, der warnt uns hier. Unbefugter gestorben. Also, wenn wir hier nichts zu suchen haben, sollen wir lieber wegbleiben. Ich guck mal, ob wir dieses zerrissene Flugblatt irgendwie lesen können. Archiv. Parkinformation, Karnevalsplatz. Durchschreite die Tore und betritt eine Welt voller Fantasie und genieße die fantastische Parade unserer Karnevalsbesetzung. Paraden werden zweimal täglich um 14 und 16 Uhr abgehalten. Mitternachtsstadt. Wie viele Geister, die diese Seitengassen heimsuchen, kannst du aufspüren. Achterbahn. Fliege mit dieser beliebten Attraktion mit über 130 km/h durch die Luft. Großes Riesenrad. Perfekt für all diejenigen geeignet, die nach einem harten Arbeitstag entspannen wollen. Solltest du auf dem Riesenrad mit jemandem, der dir nahesteht, ein Feuerwerk sehen, wirst du mit demjenigen zusammenkommen, wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf. Hollywood-Achterbahn. Bei dieser dynamischen Erlebnisfahrt werden Passagiere auf eine wilde Reise rund um das spektakuläre Fantasieschloss mitgenommen. Es ist die erste Achterbahn, die ohne Sicherheitsgurte erbaut wurde. Was zur Hölle? Fantasieschloss. Gönne dir einen großen Ball, der von Prinzessinnen aus dem gesamten Vergnügungspark besucht wird. Eintritt kostet extra. Food Court. Reize deine Geschmacksnerven mit einer Vielzahl an Restaurants, die etwas für die ganze Familie bieten. Und vergiss nicht, kein Ausflug ist komplett ohne einen Besuch beim weltberühmten Hundemuseum, das über die größte Würstchensammlung der Welt verfügt. Verkehrsverstoßnachricht, Lizenz, Haftbescheinigung. Okay. Das ist, glaube ich, noch nicht für uns gedacht. Ja, das war's erstmal. Das sind so... Tutorials brauche ich nicht, Waffengeschichte, Bilderbücher. Ach, das ist das, was wir gesehen haben, okay. Und Fische, ich habe 3 Fische gefangen. Und eine Batterie. Okay, das war's dann aber erstmal, denke ich, für diesen Part. Über Kommentare und Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch den Kanal. Wenn ihr es schon getan habt, dann aktiviert die Glocke, um keinen Part mehr zu verpassen. Und wir sehen uns im nächsten Part hoffentlich wieder. Ich sage bis dahin und ciao!